Folgen an, bevor okay, darf ich Sie bitten, also wir können sich auch mal freuen. Wir werden hier nochmal sehr alles kurz bitten, dass Sie uns kurz ein paar Sätze zu dieser Ausstellung auch sagen. Also, ja, können wir anfangen nochmal? Ich gebe das Wort an Dorothea. Ich möchte jetzt nur kurz ein paar Sätze dazu sagen, was wir uns im Prozess der Konzeptionierung dieser Ausstellung gedacht haben. Also wir haben an dem zweiten Seminarwochenende im Schloss Tregnitz haben wir mit einer Gruppe von ungefähr 6 Studenten daran 4 Tage gearbeitet unter der Leitung von Katrin Hoppe. Und wir haben uns am Anfang sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht, was wir mit der Ausstellung eigentlich zeigen wollen. Also soll es eine Ausstellung werden, wo viele historische Fakten präsentiert werden, wo die Geschichte von diesen Orten gezeigt wird, die Geschichte der Vertreibung, und haben uns dann letztendlich dagegen entschieden und stattdessen in der Ausstellung gezeigt, was wir im Projekt auch alles erfahren haben an individuellen Eindrücken. Wir wollten mit der Ausstellung auch eine Projektdokumentation machen und eben nicht nur eine Präsentation von historischen Fakten, sondern einfach wiedergeben, wie wir das Projekt selber erlebt haben. Das heißt, wir haben uns letztendlich dafür entschieden, einzelne Zitate von Zeitzeugen in den Vordergrund zu stellen, die eben auch grafisch hervorgehoben sind durch dieses Magenta-Farben, und haben in dem Zusammenhang alle 38 Interviews nochmal durchgelesen und haben zu einzelnen Themen Zitate rausgeschrieben und versucht, ein möglichst komplexes Bild zu zeigen, möglichst vielschichtig, immer von allen drei Gruppen Zitate zusammenzustellen.